Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 159. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater, Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, lass über uns auch am heutigen Tag das Licht deines Angesichts leuchten. Segne uns, so wie du uns segnen möchtest. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 4. Mose Kapitel 7 bei der Beschreibung der Opfergaben, die die einzelnen Stammesfürsten Tag für Tag anlässlich der Einweihung des Heiligtums gegeben haben. In Vers 24 lesen wir, am dritten Tag opferte der Fürst der Kinder Sebulons, Eliab, der Sohn Helons. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Schekel schwer. Eine silberne. Eine Sil ein silbernes Sprengbecken, siebzig Schäkel schwer, nach dem Schäkel des Heiligtums, beide voll Feinmehl mit Öl gemengt als Speisopfer. Eine goldene Schale, zehn Schäkel schwer, voll Räucherwerk. Ein Jungstier, ein Witter, ein einjähriges Lamm als Brandopfer. Ein Ziegenbock als Sündopfer. Und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Witter, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Eliops, des Sohnes Helons. Am vierten Tag opferte der Fürst der Kinder Rubens, Elisur, der Sohn Schedeus. Wir sehen also, dass die Reihenfolge der Stämme exakt nach der Ordnung im Lager geschieht. Zuerst waren die drei Stämme, die im Osten lagern, nämlich die Söhne 4, 5 und 6 von Lea. Jetzt kommen die Stämme aus dem Süden, immer angeführt von dem Stamm, der auch die Oberherrschaft in dem jeweiligen Lagerabschnitt hat, in dem Fall Ruben. Seine Opfergabe war, eine silberne Schüssel, 130 Schäkel schwer. Ein silbernes Sprengbecken, 70 Schäkel schwer. Nach dem Schäkel des Heiligtums, beide voll Feinmehl mit Öl gemengt als Speisopfer. Eine goldene Schale, 10 Schäkel schwer. Voll Räucherwerk. Ein Jungstier, ein Witter, ein einjähriges Lamm als Brandopfer. Ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer zwei Rinder. Fünf Witter, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Elisurs, des Sohnes Schedeurs. Am fünften Tag. Opferte der Fürst der Kinder Simeons, Schelumiel, der Sohn Suri Shaddai's. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Schekel schwer, ein silbernes Sprengbecken, 70 Schekel schwer, nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, mit Öl gemengt als Speisopfer, eine goldene Schale, 10 Schekel schwer, voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Witter, ein einjähriges Lamm als Brandopfer, ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer zwei Rinder. Fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Shelumiels, des Sohnes Suri Shaddai. Was uns auffällt ist, dass sehr genau bei jedem einzelnen Fürsten exakt wiederholt wird, was er im Detail geopfert hat und dass es bei allen immer dasselbe ist. Alle opfern dasselbe, obwohl manche Stämme besondere Verheißung hatten und manche besonderen Segen erlebt hatten oder noch erleben würden, waren alle Stämme gleich wert, gleich viel vor Gott wert. Alle brachten dasselbe, niemand brachte mehr oder weniger, sie alle brachten dasselbe oder dieselben Opfer. Am sechsten Tag opferte der Fürst der Kinder Gatz. Eljasaf, der Sohn Degus. Hier haben wir wieder das, was wir schon in den Kapiteln vorher beobachtet haben, dass der Stammgatt sozusagen den Stamm Levi substituiert. Hier an der dritten Stelle, also Ruben der erste, Simon der zweite. Wir würden Levi erwarten, aber der Stamm Levi hat ja besondere Aufgaben und so ist es der Stammgatt, der jetzt hier einspringt an dieser Stelle. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Schäkel schwer, ein silbernes Sprengbecken, 70 Schekel schwer nach dem Schäkel des Heiligtums. Beide voll Feinmehl mit Öl gemengt als Speisopfer, eine goldene Schale zehn Schäkel schwer, voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Witter, ein einjähriges Lamm als Brandopfer, ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Witter, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Eliasafs, des Sohnes Deguils. Am siebten Tag opferte der Fürst der Kinder Ephraims Elishama, der Sohn Amihuds. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel. 130 Schekel schwer, ein silbernes Sprengbecken, 70 Schekel schwer, nach dem Schäkel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, mit Öl gemengt als Speisopfer, eine goldene Schale, 10 Schekel schwer, voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Witter, ein einjähriges Lamm als Brandopfer, ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Witter, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Eli Shamas, des Sohnes Amihuts. Am achten Tag opferte der Fürst der Kinder Manasses Gamliel, der Sohn Petersurs. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Schäkel schwer, ein silbernes Sprengbecken, 70 Schäkel schwer nach dem Schäkel des Heiligtums, beide voll Feinmehl mit Öl gemengt als Speisopfer, eine goldene Schale, 10 Schäkel schwer, voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer, ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Widder fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Gamliels, des Sohnes Pedersurs. Am neunten Tag opferte der Fürst der Kinder Benjamins, Abidan, der Sohn Gideonis. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Schekel schwer, ein silbernes Sprengbecken, 70 Schekel schwer, nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl mit Öl gemengt als Speisopfer. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir erkennen können, dass ganz egal, welche besonderen Vorrechte, Segnungen und Privilegien der eine oder andere hat, im Heiligtumsdienst letztendlich wir alle gleich vor dir stehen. Egal, ob wir groß oder klein, bekannt, berühmt oder unbekannt sind. Herr, wir dürfen wissen, dass für alle dieselben Bedingungen und dieselben Verheißungen bestehen: nämlich, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und jetzt für uns eintritt. Und dass wenn wir ihn als unseren Erlöser annehmen, wir durch die Verdienste von ihm gerecht gesprochen werden können und unser Leben verändert werden darf durch den Heiligen Geist. Und darum bitten wir im Namen Jesu. Amen.